Ah, man kann hier ein Point of View einstellen. Gleich im Menü später. Alter. Ha? Irre. Das fängt schon wieder an wie früher, weißt du? Ja. Gestoppt war ein paar Bäume. Ja. Ich habe einige umgelegt, würde ich sagen. Mhm. Der Server hier ist jetzt gemietet, oder was? Ja. Okay. Und der ist auch, der ist quasi permanent on. Also ja. Unabhängig davon, ob jemand von euch da ist. Okay. Ja. Aber der schaltet sich ab, wenn keiner drauf ist. Also der Spielstand geht nicht weiter. Ja, ja, das ist klar. Nö, ich kann noch weiterlaufen lassen. Ach so. Was passiert? Na gut. Kannst du auch, wenn du zwischendurch nebenbei Mission machen. Oder einfach bei anderen quasi Computerbauern aushelfen. Der hat Ernte machen. Und ein bisschen was dazu verdienen. Wo ist denn hier mit deiner Taschenlampe? Voll gut, ne? Oh, roll doch nicht! Der blöde Baum rollt. Steige mal ein bisschen mit um. Das ist ja blöd. Was denn? Naja, wenn ich volle Beleuchtung anmache, hinten und vorne, dann sehe ich in der Außenansicht die Rückbeleuchtung und auch wenn ich mich nach hinten drehe, aber im Spiegel ist es dunkel. Okay. Ich bin schon froh darüber, dass man jetzt überhaupt die Beleuchtung der anderen sieht. In 17 hast du nicht mal gesehen, wenn irgendwer die Lampen anhatte. So, jetzt kommt der Clou um die Kurve hier und dann hoffentlich nicht rückwärts reinfahren ins Sägewerk. Ja, da ist links so eine Abladestelle. Wir fahren ganz schön wenig Autos. Links daneben. Sei froh, die Autos, das sind wie Panzer. Wenn du gegenfährst, explodierst du bald, weil die so steinhart sind. An der richtigen Stelle? Ja. Ja, da unten in der Mitte ploppt dann Abladen auf. Da musst du dann I drücken. Wenn das aufploppt, dann kannst du abladen. Ja, bei mir vorhin schon. Ich hoffe, hier ist noch eine Einfahrt. Fahre ich gleich einfach durchs Gelände. Solange du nicht unsere Felder sind, kannst du fahren, wie du willst. Also hier ist so ein komisches I-Symbol. Mach das. Erik, wenn du aufs Sägewerk fährst, auf der linken Seite so ein... Ach, so ein... So ein Kreisdingens. Ja, so ein Holzverschlag da, ne? Ja, genau. Okay. Das Zeug heißt wirklich Hackschnitzel? Ja. Oh, es gibt Geld. Ich dachte, es geht doch alles rein. Ich sollte jetzt nicht drücken, hab ich gemacht. Da kannst du mal nicht so viel daneben schütten. Im leeren Zustand ist er dann schneller unterwegs? Ja, meistens schon. Ein Tausender haben wir jetzt gekriegt. Ja, vor allem, ja. Ja, das ist nicht viel. Ich hoffe, die Bohnen bringen uns dann richtig was. Alter, mit so einer Lenkung von einem Trecker klarzukommen, ist auch nicht einfach. Alter, was ist das für ein Baum, den du hier umgelegt hast, sehe ich gerade zur Säge. Der hört ja gar nicht auf. Nein, ich hab fast umgekippt. Das kleine Vieh, das du das so schneißt. Ja, guck mal den riesen Baum, den ich gerade rumtrage. Da aussieht er, fuck.
das nimmt schon wieder Dimensionen an, ne? Das sind keine gesunden Dimensionen. Hast du den Screenshot noch vom letzten? Oh, ich glaube nicht. Das war heftig, Dass man das Server anfängt zu lecken, weil da so viel Holz rumliegt. Oh, beim Alex bei Farming 17 haben wir so viel Holz gemacht, also der Server ist nicht mehr mit klargekommen, weil so viele lose Objekte rumlagen. Wow. Das ist richtig schwer geworden, das wieder in den Griff zu kriegen, weil das ist dann ja auch nicht so einfach, das zu spielen, ne? Aus welchen Gründen? Ich werde den anderen nicht los, oder muss ich das Modul, den Anhänger wechseln? Du musst, Du kannst mit G durchschalten und dann siehst du über der Steuerung, was für ein Gerät du gerade ausgewählt hast. Irgendwie. Will er nicht abkippen? Ah, jetzt. Was kriegen wir denn überhaupt gerade dafür? 81, okay. Boah, wer hat denn die zusammengesetzt, bitte? Was zusammengesetzt? Na, der erste Hänger ist ein Kipper, der andere der kippt nach hinten und der letzte kippt zur Seite. Kannst du durchschalten. Beides die gleichen. Das sind beides die gleichen. Kannst du durchschalten, wo der kippen soll. Achso. Mann, Alter, kannst ja richtig viel hier. Ja. Entscheiden. Warte mal ab, bis die großen Geräte kommen, mit denen du Forst machen kannst und so. Oh ja, da freue ich mich auch so. Ah, das sind aber die teuersten, die kosten dann 400.000 und sowas. Helfer H wird durch ein Objekt blockiert. Warum der da so blöd umdrehen muss. Jetzt hänge ich mit dem scheiß Anhänger hier fest. Wenn er leer ist, kannst du gegenrümpeln, wie du willst. Achso, der verliert nur... Achso, es geht um volle Ladung. Ja, das geht nur um die Ladung. Schaden nimmt da wohl so keinen. Man muss nur irgendwann reparieren wegen Verschleiß. Ja, der Rex hat sich verkeilt. Oh, jetzt steht mein Trecker auf zwei Vorderreifen. Naja, du musst aufpassen, du hast ein Dings dran. Mit der Maus steuerst du nämlich den Stapler da vorne dran. Ne? Wie mit der Maus? Links klicken und dann kannst du mit der Maus das Ding steuern. Cool. Ja, cool. So. War geerntet. Juhu. Hänger voll, oder? Gerade mal halb. Oh, scheiße. Wie viel ist drinne? Ich komme hier nicht weg. Wer? Wie viel ist drinne? 6200 sowas. Ist der Preis für Bohnen gut? Ich gucke mal. Den besten Preis kriegen wir am Hafen. 608. Ne, warte, gar nicht, ich lüge. 942 ist der beste Getreidespeicher Ost. Würde ich einfach wegfahren. Für 1000, boah, kriegen wir ein paar, kriegen wir 6000, 5000 verdienen wir dabei. Ja, dann bring ich's gleich weg. Jo. Ja, wo hast du gesagt? Getreidespeicher Ost. Aber ich mach nicht mal so weit entfernt. Nee, ich glaube nicht. Vor allem gibt's keinen Berg. Kann jetzt gar nicht verstehen, warum du mit Bergen Probleme hast. Warum, weil der Trecker so ein scheiß langsam ist? Wir haben jetzt... Was, kommst du jetzt nicht weg hier gefahren, oder was? Nee, achso, jetzt bist du dran. Ich hänge hier mit dem hinteren fest. Toll, und abgekuppelt habe ich nicht bekommen. Einfach Q drücken. Ach, Q.
Hat er bei mir nicht angezeigt, sonst hätte ich ihn einfach mal mit... Oben steht das. Genau, mit dem Stapler gekickt irgendwie. Oh, jetzt ist er abge... Jetzt müsste er frei sein. Mal gucken, ne? Probier mal. Guck mal hier, dein GTA-Element. Scheibe einschlagen, mitnehmen. Oh, das Rückwärtssteuern ist so schwer, ne? Bei dem... Musst du halt mal einen Anhänger-Führerschein machen, wa? Dann weißt du auch, wie es im Spiel geht. Ja, aber hier ist die Treckersteuerung ziemlich träge. Bei 17 war das richtig einfach. Ja, ist mir auch schon aufgefallen, dass die Steuerung ganz schön schwer ist. Naja, wenigstens hat man ja viel Spielraum. So. Jo, danke. Jetzt bräuchten wir einen Trecker hier, damit wir wieder besehen können. Jetzt brauchen wir 3 Trecker, oder was? Ich würde vorschlagen, alles was wir machen, alles was wir jetzt verdienen, geben wir erstmal in den blöden Kredit, weil der kostet nämlich Zinsen ziemlich viel. Den abbezahlt hast. Ja, aber wir zahlen ziemlich viele Zinsen, habe ich das Gefühl. Ja. Also bei dem Modus sind die Zinsen brutal. 6000 Kredit bekommen. Wir zahlen pro Nacht 2000 Zinsen. Boah, das ist übel, ey. Also der Traktor schafft es auch mit 3 Anhängern hoch? Glaube ich nicht. Jetzt inzwischen ist eh nichts zum Ernten. Ja, dann ausprobieren, ansonsten fahren wir hinten mit 2 Trägern da hoch. Haben noch 2. Wo soll er jetzt wieder hin eigentlich? Runter zu uns wieder. Wieder an die gleiche Stelle? Ja, die Anhänger müssen da wieder hin, damit wir weitermachen können. Und den roten brauchen wir, damit wir das Feld bestellen können. Wird uns wohl nichts anderes überbleiben, als die Aufträge nebenbei zu machen, die guten. Da, wo wir ein paar tausend kriegen können. Oh ja, hier kriegst du 7000 nur fürs Sehen. Oh, den mache ich mal eben. Habt ihr manchmal Freeze? Ja. Gut. Das serverseitig. Das passiert manchmal. Hä, wo sind denn jetzt die Mietobjekte, die ich bestellt habe? Oh, jetzt kriege ich wenigstens einen ganz großen Träger. Eigentlich kann man ja schummeln. Einfach so einen Auftrag annehmen und den nicht zu Ende machen. Ja, und dann dein Feld bestellen. Ja. Ja, und dann mein Feld bestellen mit dem. Welches Feld muss ich denn machen? Feld 12. Welches ist denn das? Feld 12. Oh, das ist neben uns. Das ist gut. Nicht weit weg. Stopp. Stoppschild ignoriert. Fahren tagsüber mehrere Autos? Nee, ich glaube, das ist normal, die Menge. Ich bin aber froh darüber. Also, ich habe zwar Verkehr angelassen, aber ich bin froh darüber, dass es nicht so viele sind. Weil die blockieren halt auch und auch die Helfer, wenn die zu nah sind und sowas. Ich mir vorstelle, dass die Trecker bei uns auf dem Dorf immer alles blockiert haben. Boah, ist das ein Riesenfeld, ey. Welches denn? Da, wo ich gerade zufahre, ja.
Was? Wir sollen das... Ich soll das Gerät für ihn auch noch auffüllen? Okay. Ich bin die Laterne hochgefahren. Max, das Holz, was du da reingeworfen hast, das blockiert erstmal alles. Toll! Alles immer nachschopfen. Oh Mann. Interessant, die hupen nicht mal. Haben wir Saatgut bei uns am Fleckchen stehen? Ja. Oh, jetzt haben mich zwei Autos eingekeilt. Oder einer jedenfalls. Ich hab doch gesagt, die sind nicht so cool. Naja, gut, Lackschaden ist mir egal. Ich muss das so gut wie jeden einzelnen nachschupfen. Toll. Ah, Kacke, jetzt ernsthaft? Ich muss jetzt, weil kein Saatgut bereitgestellt wurde, muss ich jetzt mein eigenes Saatgut verbraten. Jetzt ist das Ding leer. Weißt du auch, warum es so teuer war? Warum es so gut bezahlt war? Naja. Na toll. Wie ärgerlich ist das denn, Irgendwo oben rechts im Wald muss ich, ne? Ja, gleich rechts rein. Oh, ich hätte mal gucken sollen. Ich mach die Seemaschine an, ne? Dann bin ich mal auf K. Okay. Will wieder Bohnen drauf machen? Tonnen, ne? Ja, würde ich sagen. Ja, an die Steuerung muss ich mir erstmal gewöhnen, dass die Reifen nicht sofort zurückschnellen wieder in die gerade Position. Ja, das ist wirklich, wirklich schlimm. Naja, gewöhnungsbedürftig halt, ne? Ich fahre hier gerade los, will Saatgut ausstreuen, sollte, hab vergessen aber die Maschine zu senken. Hast du mal alles verbraten? Naja, nix, aber ich bin halt erstmal schon eine halbe Linie gefahren. Also ich glaube, dass der eine Kasten Saatgut reicht nicht. Oh, was das? Ich brauche ziemlich viele. Achso, jetzt. Einer muss drin sitzen und einer muss Holz schaufeln, oder was? Ja, oder du machst es immer wieder an. Das geht immer wieder aus. Ja, mal gucken. Boah, einfahren. Achso. Ich sag mal, bis später. Jo. Jo. Kann ja werfen. Das hier für ein halber Baum, den ihr hier raufgelegt habt. Das war ich. Was wolltest du dir damit beweisen? Ah, ich hab Muckis, das ist auch klar. Dass du es noch kannst, ja? Ja, genau. Wenn ich schon nicht arbeiten gehen darf, dann wenigstens hier im Spiel, weißt du. Hm?
Holz. Holz verloren. Das ist schon ganz lustig, aber die Tatsache, dass du einfach nachts die ganze Zeit weiterarbeiten kannst, nimmt irgendwie das Management weg. Bei Harvest Moon oder Stardew Valley kannst du, da musst du dich halt ausruhen auch mal. Und ja. Du kannst einfach die ganze Zeit durchackern. Ja. Aber das war schon immer so. Ich finde das jetzt nicht so schlimm. Aber Bauern arbeiten ja auch nachts. Das ist ja nichts ja, Unnormales bei denen. Ach schön, das Ding kann ich mal verstopfen. Geht alles daneben oder? Wie geht alles daneben? Nee, der steht nicht richtig. Wieso nicht? Der muss ein bisschen weiter drunter. Ach so, ist jetzt der ganze Scheiß daneben gegangen? Nee. Kriege ich dann eine Meldung, wenn er richtig steht? Nö, das Ding fängt dann einfach an, das gut rauszu, das Hackschnitt, die Hackschnitze rauszudonnern. Ach so, okay. Nächste, jetzt fängt er an zu drehen. Das, was schon gehäckselt wurde, ballert da dann jetzt hier in den Reihen. Okay, das ist toll. Oh ja. Bin auch ein Holzfäller, was soll's. Habe ich auch schnell Muskeln bekomme. Oh, was ist denn das für ein Baum? Den kann ich gar nicht anheben. Da liegt auch so Moderholz rum. Das brauchst du nicht einsammeln. Das müssen wir irgendwie mit Maschine später aufheben, wenn wir einen Trecker haben, der einen Baumgreifer hat oder so. Kann man den zu zweit auch bewegen? Nein. Das ist ja zum Beispiel ein schöner Gimmick. Sachen zu zweit aufheben zu können. Mhm. Aber ich bin schon froh, die haben in Farming 17 konntest du nicht mal die Mission auf dem Multiplayer machen. Und hier kannst du jetzt wenigstens endlich die Mission auf dem Multiplayer machen. Was nur doof ist, man kann pro Hof nur eine Mission annehmen. Aber weiß ich nicht, ob das doof ist. Oh ja, so könnte jeder eins machen. Aber hast ja wahrscheinlich mit deinem Hof eigentlich genug zu tun, oder nicht? Und später weiß er nicht, wie viel Felder. Ja, später vielleicht, hat. Aber ja, du kannst alle haben, Felder? Ne? Später kannst du alle haben, wenn du genug arbeitest. Aber am Anfang wäre es halt gut. Das Ding hat sich verhakt. Ja, was ist eigentlich mit dem Regal? Kleiderschrank, was waren da jetzt?